Schmiede allein ist ein Festival Produzenten im Spannungsfeld zwischen Innovation und Kunst mit viel Kultur. Und wir kommen hier einmal im Jahr zusammen für 10 Tage. Das Netzwerk materialisiert sich, um dann gemeinsam zu arbeiten, zu schaffen und auf den 3 Grundelementen der Schmiede aufzubauen, welche sind Netzwerken, Kreation und Präsentation. Wir sind ein Festival der Vielfalt, weil um zusammen zu arbeiten, sollte man sich komplementieren. Deswegen versuchen wir Leute anzusprechen, die ganz unterschiedliche Interessen, Motivationen und Medien oder Werkzeuge bedienen können. Also wir haben sehr technologisch angehauchte Projekte bis sehr künstlerisch angehauchte Projekte. Ja, der Initialzündung der Schmiede war eigentlich ein Fehlschlag. Da ging es um ein großes AV-Projekt, was der Paul Estriller, der Philipp Bassibauer und meine Wenigkeit zusammen mit Michi Hackl und dem Wolfgang Schwarzenbrunner ins Leben rufen wollten. Wir sind daran ein bisschen gescheitert und haben dann beschlossen, wir brauchen einen Platz, wo wir lernen können, so etwas zu machen. Weil es um Wahrnehmung gab sowas nicht. Und bis heute würde ich behaupten, es gibt sowas nicht. Einen freien Platz, wo man lernen kann, im Team zu arbeiten, lernen kann, größere Projekte umzusetzen und auch lernen kann, ein Netzwerk aufzubauen. Es gibt viele Projekte, die weiterlaufen werden. Und dementsprechend ist schon vieles in Planung. Ja. Aber jetzt ganz konkret könnte ich nicht sagen, was genau nächstes Jahr passiert. Also es wird wahrscheinlich wieder Cinema Vertigo geben. Das ist ein Medienfassadenentwicklungsprojekt. Da geht es darum, dass wir die ganze Fassade des Verdampferturms bespielen, die Fenster. Aber wir versuchen das sehr flexibel und dynamisch auf die Bedürfnisse der Teilnehmer Rücksicht zu nehmen. Es ist auch so, dass sich da meistens im Frühjahr oder im Spätherbst, im Winter, Leute mit uns in Verbindung setzen und wir dann einfach Projekte reden und dann, wenn sie machbar sind, dann versuchen wir sie zu ermöglichen.